Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen in Berlin. Und herzlich willkommen, Big Baba. Alles klar, Lukas? In der Show. Es freut mich. Mich freut's auch. Du hast das letzte Mal schon sehr stark geholfen mit der Sonderlebkultur. Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall einer der coolsten Videos, die wir hier produziert haben, meiner Meinung nach. Und heute sind wir zurück in Berlin. Letztes Jahr haben wir unter Tags gedreht und heute drehen wir bei Nacht. So. Bei Nacht. Weil ich möchte euch mal zeigen oder mal selbst gern kennenlernen, was kann man in Berlin, wir sprechen von 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr, vielleicht 2 Uhr am Abend, sich noch zu essen suchen, wenn man hungrig ist, wenn man vielleicht so den einen oder anderen Drink hatte, so, wenn man nachts unterwegs ist an einem Wochenende, was kann man in Berlin essen? Dafür habe ich Big Baba am Start, der uns heute ein bisschen rumführen wird und uns das Berlin bei Nacht zeigen wird. Das wird gefährlich jetzt, ne? Gefährlich? Warum? Gefährlich lecker. Okay. Viel Spaß dabei. Was geht ab, Big Mann? Oh, Lukas. Was geht? Ja. Schön, dich zu sehen. Alles klar? Hier ist Legende, Digga. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, wie geht's dir? Auch gut, auch gut. Alles klar, Schöpfer, wo ist? Hast du gesehen, wie ich geschmissen hab? Nein, hab ich nicht, aber. Schade. Musst du nochmal machen? Nee, dann musst du da stehen. Jetzt? Ja. Mit der Kamera? Ja, let's go. So, Leute. 22.15 Uhr in Berlin. Die Sonne ist untergegangen. Big Baba, was essen wir jetzt? Wir essen jetzt die legendärste Mini-Pizza in Berlin. Also wirklich Legendenstatus. Naja, wie lange gibt es den Stand schon? Ich will jetzt nicht lügen, aber ich denke mal 34, 35 Jahre. Boah, selbe Besitzerin die ganze Zeit? Selbe Besitzerin. Und seitdem ist sie hier drin und unterhält die ganzen Kunden. Die liebste Frau, die ich kenne. Ja, sie ist ein Charakter auf jeden Fall. Auf jeden Fall, mit Herz dabei. Habe ich richtig gesagt? 34, 35 Jahre? 88. Seitdem machst du hier Pizza, oder? Also ich war früher also Angestellte, 2005 habe ich übernommen, aber ich war damals schon Geschäftsführer. Sie hat echt die Nerven, jeden Kunden lieb anzusprechen, Witz zu reißen und so. Und das kostet auch Energie, ja? Aber hallo, ich würde mal sagen, wir bestellen hier, gibt's. Was ist deine Mini-Pizza? Aber welche, was muss drauf sein? So? Das ist klassisch, das ist immer drauf. Da ist immer das drauf, Peperoni, Salami und Champignons. Ah, Mini-Pizza gibt es keine Diskussion, oder? Das ist keine gleich. Diskussion. Ah, okay, das ist hier Blech und fertig. Das ist die Mini-Pizza, hä? Ja. Also nicht die ganze Blech. Nein, stimmt. Ja, aber wir, meistens, wenn wir in Gruppen kommen, bestellen immer zwei, drei Bleche. Blech. Zwei, drei Bleche auf Tisch und ab geht's. Aber machst du uns dreimal zwei? 3x2 mach ich schon. Ist gerade im Ofen, dauert einen Moment. 3x2 die gleichen Dinge. Mach uns 2x2. 3x2. 3x2. Da gibt's nichts zu diskutieren. Weil er vorher meinte, so Flammkucheneffekt. Dünner Boden, dünner Rand. Wow. Das heißt nicht, was ihr denkt, Luigi Napolitanische Pizza, sondern eine ganz spezielle Berliner Pizza. Die Flammkuchencharakter hat. Straßenpizza, hä? Ja, Ghetto-Pizza. Ghetto-Mini-Pizza. Deswegen sind wir hier, in der harten Gegend heute. Nein, lecker. Das ist keine harte Gegend. Nein, das ist Charlottenburg. Das ist oberer Mittelstand-Gegend. So. Ah, okay. Friede, Freude, Eierkuchen. Okay. Aber hier ist auf jeden Fall, das ist Ghetto, sagen wir. Ja, weil die Frau. Weil das ist schon 34 Jahre alt. Sie ist die Chefin, gell? Keiner macht die Ansagen. Das ist ihre Spezialsoße, die auf die Pizza kommt. Ich kenn's auswendig. Das ist die Tomatensauce, die kommt noch oben drauf. Die kommt auf die Mini-Pizza oben drauf. Oha. Das wird gefährlich jetzt, hä? Gefährlich? Warum? Gefährlich lecker. Okay. Ihre Geheimwaffe. Diese Soße, die sie noch oben drauf macht. Was hast du noch? Oh, ich hab viele Sachen noch. Indisch scharf. Indisch scharf. Das ist dein Ding, gell? Ja, jetzt ist es absolut spicy, oder? Nein, das ist nicht. Das ist sehr scharf. Das ist sauerscharf. Das Grüne? Ja, das Grüne war ein bisschen fruchtiger. Ah, okay. Was kommt jetzt noch? Knobi. Jetzt kommt Knobi. Aber das ist... Bier. Ich kann heute zu Hause bleiben. Jetzt habe ich dir deinen Arm verdorben. Ja. Oh weia. Die Seele des Ladens. Ja, ja. Das ist so wichtig, oder? Das ist. Ja.
Darüber wird viel zu wenig gesprochen. Wie wichtig ist eigentlich der Charakter, der das Essen macht? So. Das kann stell dir mal vor, einer kriegt Fresse, gibt dir das Essen. Du hast egal, wie gut das Essen wäre, ich würde nicht mehr hingehen. Genau, so. Das ist es ja. Das ist kein Spaß mehr dann. Eieiei. Was wiegt das? Ist schwer, gell? Bruder. Das ist ein Messer. Junge. Das ist schwer, Bruder. Aber warum eigentlich Messer? Warum nicht? Ja, das verstehe ich, ja. Egal, welcher Kriminelle kommt. Besser als die Rolle. Ja, voll. Wow. Ich würde gerne scharfe Soße probieren, oder? Ich habe dir hier sowas gemacht. Oh, wow. Ich habe dir schon vorbereitet. Perfekt, danke. So. Das ist eine Brezel. Ja, Mann. Was? Das ist eine Brezel. Mach ich gerne. Willst du deinen Namen? Wie heißt du? L? L. Aber ein L. L. U. Wow. Lukas, da ist ein S noch. Soll ich machen? Basti. Arabische Lukas. Danke. Arabische Lukas. Okay. Mini Pizza Berlin, hä? Die Mini Pizza Berlins. Die. Also wirklich, ich bin verliebt in den Laden. Also wirklich, ich werde keinen auf hier essen. Okay, hauen wir rein. Guck mal, hier haben wir ein Stück, da ist alles drauf. Einfach Salami, Peperoni, Soße und noch so ein schönes Eckstück mit Kruste. Rand. Let's go, 3, 2, 1, geht los. Halt. Zunge muss man verbrennen, normal. Mhm. Was soll ich euch sagen? Die schmeckt genauso, wie sie aussieht. Oder? Mhm. Es ist so eine Speise, du weißt schon, wie sie schmeckt. Bevor du überhaupt reinbeißt und die hat trifft. Auch so einen geilen Flammkuchen-Touch. So. Mhm. Weil die so dünn ist, knusprig. Mhm. Und die Soße ist halt das I-Typische. Mhm. Ich liebe es einfach. Ich liebe es. Der Teig ist super dünn, knusprig. Der Käse ist schön cremig, der ist sogar cremiger als ich dachte. Das ist also ein bisschen schon so angekohlt, so trocken aus von oben, aber der ist cremig, der ist da. Da ist nichts trocken auf der Pizza. Da ist so ein leichten Säurekick von der Peperoni. Salami sowieso immer ein Muss auf so einer Straßenpizza, würde ich sagen. Ja. Geil, Mann. Also privat, wenn ich mir ein Blech bestelle, sage ich zwar immer ohne Champignons, aber es ist halt Geschmackssache. Hat jemand noch was? Ich muss ehrlich sagen, das kann man für uns jetzt so gesagt auch als sehr gutes Frühstück sehen. Nach einem Abend wie gestern. Ich freue mich auf diese Pizza. Was soll ich hier aber nehmen? Was ist die scharfe Soße? Die hier? Ja, die beiden. Beide sind scharf. Das ist die indische Schärfe und das ist die andere. Die wird mir mehr schmecken, glaubst du? Ah, beide werden mir schmecken. Okay, dafür starte ich mit grün. Boah. Die Salami hat auch einen guten eigenen Geschmack, finde ich sowas. Und sie lassen sich auch Salami beißen so, du ziehst sie nicht runter. Mhm. Das ist das Wichtigste, ja, wenn du drauf beißt und die ganze Salami hängt irgendwo und dann ist die Salami reißt doch den ganzen Käse mit runter von der Pizza. Das ist auch so, man sieht hier jetzt auch schön an dem Biss, so du hast abgebissen, aber du reißt nicht den Käse mit runter, die Soße, sondern es bleibt alles da, wo es sein muss. Einmal glatt durch. Ich glaube, die Atmosphäre macht es auch an diesem Ort so. Genau, also im Sommer ist noch schön, ihr seht jetzt nicht hier, hier ist ein Spielplatz, hier sind die Familien immer. Und hier, im Sommer magst du auch hier, also die schwitzt richtig. Ja, das glaube ich, ja. Lange bis hinten und jeder will Mini-Pizza essen. Aber auch jetzt kommen noch Leute vorbei, regelmäßig. Ja, ja. Der Ort lebt auf jeden Fall. Man merkt, das ist eine gute Energie und Leben an dieser Ecke. Und für die, die es interessiert, ist natürlich halal und koscher. Was will man mehr? Berlin. Guck mal, jetzt haben wir hier noch Kinder-Country bekommen als Dessert. Also die ist wirklich die Mama von hier, von diesem Platz, muss man so sagen. Ja. Was ist Zuckerfest heute, oder deswegen? Zuckerfest, genau. Ah, morgen. Okay. Also, ist schon in der Nacht. Die Leute haben heute gefastet. Und ja, morgen ist Zuckerfest. Kriegst du. Sag doch bitte. Morgen ist Zuckerfest, geht nicht. Wallah, geht nicht. Ich hab gegessen. Zuckerfest, nein. Eine Margarita-Pizza kostet 6,50 €. Dankeschön. Gute Nacht. Bye, bye. Bye, bye. Dankeschön. So, vielen, vielen Dank für alles. Die beste Frau. Wie dich auch, wie dich auch. Bis bald. Bye, bye. Bye, bye, Habibi. Gute Nacht. Bye, bye. In jedem Rap-Musikvideo, Palace, Block, Schöneberg, hier kam jeder Rapper hin, um den Block in der Kamera zu haben. Also genau hier vorne ist das legendäre Agro-Berlin-Studio gewesen. Hier wurden früher die Ansagen Nummer 1 gedreht. Ja, also das ist Geschichte hier. Hip-Hop-Geschichte.
Ja, schöne Bist Berg. Du auch in Berlin komplett aufgewachsen und so? Ja, klar. So richtiger Berliner Jung, gell? Durch und durch. Geil. Und auch schöne Berge, die rechts so. Ja, die rechts. Einfach so, von der Seite kurz. Feuer machen. Ja. Darf man nicht, gell? Zigarre muss hier Strecke sein. Jetzt schon wieder aus. Okay, die Pizza hatten wir schon. Jetzt sind wir am Kotti. Mini-Pizza mussten wir noch rechtzeitig schaffen, weil die machen auch zeitlich zu. Kotti sind die Läden ein bisschen länger auf, weil hier ist ein bisschen mehr Nachtleben. Was hast du für uns? Also, normalerweise hätte ich euch die Yorkstraße gebracht, mein Lieblingsheimdöner, also mit dem ich aufgewachsen bin. Aber wir sind nachts unterwegs und da geht man bei Tadem ein Dürüm essen. Das ist so ein Ding hier in Berlin? Also das kennt man so? Das kennt man. Tadem ist bekannt, das ist bekannter Japrak-Döner am Kotti und ja. Let's go. Auf geht's. Salam alaikum. Ja, ein Dürüm, oder? Dürüm, ja. Sieht doch ultra saftig aus, Fleisch. Ja, ist gutes Fleisch, auf jeden Fall gute Qualität. Der ist bekannt auch für gute Qualität. Und halt Japrak. Ja. Bei Japrak weißt du halt immer. Ist Aber was Kalb. Ist das? Kalb, oder? Kalb, genau. Ja. Guck mal, schönes Dürüm noch vorhanden. Unser Dürüm. Was empfiehlst du? Ich empfehle ganze Programm. Ganze Programm, dann machen wir ganze Programm. Was ist die rote Soße? Was ist das? Scharf. Ja. Oh, das Brot sieht doch extrem weich aus. Ne? Was mir halt auch aufgefallen ist, ich finde Fleisch-Gemüse-Verhältnis hat dasselbe. Ja, das weißt du, man ist sehr kontrolliert, ja, so gefühlt auf Gramm genau. Hier ist genau, ja, hier ist auch mit Fleisch. Ja, das ist schon stark. Schaut mal da rein. Ist auch eine schöne Rolle, oder? Von allem was dabei. Und nicht zu viel, dezent. Nicht zu fett, gell? Genau, dezent. So ein schöner Snack. Genau. Schöner Snack dürren. Wobei die meisten Besoffenen nehmen es ja eigentlich deftig. So. Also, so ein Aber besoffen auch ist Burger mehr besser angesagt. Ja, voll, da brauchst du dieses Salz, gell? Ja. Ja. Guten Appetit. Da ist schon so der 3 Uhr nachts. Dürüm. Das ist nicht kompliziert, nicht viel Schnickschnack. Mhm. Einfach zartes, gutes, gewürztes Fleisch, eine Joghurtsoße, eine scharfe Soße. Knoblauch. Knoblauch, bisschen Gemüse und das war's so. Das ist einfach keine komplizierte Rolle. Genau. Effektiv so. Mhm. Ich habe jetzt lange nicht mehr hier gegessen, aber ich muss sagen, Fleischqualität ist noch gut. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, guck mal, wie dünn der Spieß ist, ja? Das auch noch, ja. Normalerweise, wenn die Spieße so dünn werden, dann ist nur noch trockenes Fleisch. So. Genau. Da hast du keinen Saft mehr und da hast du schon beim Schneiden gesehen, wie noch so richtig Juice rauskam. Und das, ja, das ist auch noch der Nachteil nachts, dass die Spieße immer gleich sind. Mhm. Ich esse gerne Döner mittags, wenn die Spieße noch wirklich so groß, ja, sind. Am besten ist der Spieß, glaube ich, so bei 70%. Mhm. 70% Größe, so, dann können die schön runterschneiden, hast eine geile Kruste, das Fleisch ist noch saftig. Genau. Ja, Mann. Feier ich. Ja, feier ich. Absolut Standard, absolut, ja, simpel, genau. Aber das, was drin ist, ist on point so. Ja. Also auf jeden Fall Standard. Das Brot ist auch, Brot würde ich sogar sagen, ist wirklich gut, also ein bisschen extra gut. Das, ja, mag, ja, schon. Ich. Das ist nicht, ja, dieses Standard-Dürrenbrot, ja, sondern Brot so. Machen die auch selber hier. Man hat es eh gesehen, ja, ja, ja. Hofft ihr den Spieß selbst machen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die kaufen gute Qualität, aber ich glaube nicht, dass die es selbst machen. Mhm. Bezweifle ich. Aber kann sein. Ich will die jetzt nicht verurteilen. Kann sein. Darf man auch gar nicht. Es gibt auch sehr guten gekauften Spieß. Viele verstehen es immer falsch, als wenn du einen Spieß, ja, kaufst, dass es immer schlecht ist, das stimmt nicht. Aber Tadem ist halt dafür bekannt, gutes Japrakfleisch. Tadem. Tadem. Guck mal, da hinten kann man auch sehen, das Brot wird selbst zubereitet. Da gibt es auch noch Lahmacun. Ja. Willst du Lahmacun probieren? Aber sind die frisch? Echt? Gib mal ein. Ich liebe das, gell? Er trinkt. Aber er hat schon entschieden, du wirst jetzt eins probieren. Das sind 3 Wochen echt. Schön. Du nicht? Nee. Aha, was soll das jetzt? Extra für euch, als kleiner Bonus hier zum Abschluss bei Tadem. Okay, Tadem Lahmacun. Schau, was der, ja, kann. Trocken, ohne Salat. Aber hast du wenigstens Zitrone? Hast du reingemacht? Also, danke. Okay, hat er schon. Ja, da? Er kennt sich aus. Cheers. Was war das da?
Schmeckt's frisch, ehrlich? Hat er uns echt frisch gegeben? Das ist gut. Und man schmeckt auch die Zitrone. Ja. Die hätten wir auch direkt gerochen, bevor man schon gebissen hat, gell? Die ist wichtig, die gehört dazu. Die ist extrem wichtig. Ja. Die Zitrone beim Lamanjun, das ist A und O. Ja. Bist du? Nee, nee. Komm, du musst auch probieren, ja. Na ja, doch. Gut. Gut, gell? Ich hatte die Befürchtung, dass sie schon länger da stehen und trocken sind oder so, aber... Erinnert mich auch gerade ein bisschen an den einen Laden, wo du uns hingebracht hast, diese Metzgerei, die habe ich nicht vergessen. Ah, wo wir diese Köpfchen gegessen haben. Das war auch sehr stark. Ciao, ciao. Bye, bye. Berlin bei Nacht, ne? Ja. Meine Stange ist mir runtergefallen. Digga, Tadim ist mein Lieblingsdöner, aber nur Dürüm wirklich, Digga, und Lahmacun. Aber Döner ist okay, Digga, und ich würde immer sagen, mit ganz wenig Kräutersoße, Digga. Ansonsten, weil sonst ist es zu viel, Digga, weißt du, was ich meine? So Soße, gell? Nee. Big Baba. Können wir ein Foto machen? Okay. Ach, warte, den kenne ich auch. Der Wiener. Bist du Eppot? Bist du Eppot? Seit wann bin ich der Wiener? Ach, la, la, ja. Aywa. Aywa, aywa, aywa. Die Dealer hast du auch schon kennengelernt? Aber Izmir Köfte gibt's auch natürlich. Waren wir auch schon. Lokmar? Lokmar waren wir auch schon. Aber können wir trotzdem einen ziehen kurz? Hi. Ja, wir hätten gerne einmal Lokmar, bitte. Einmal Lokmar, Fünfer reicht. Fünfer? So. Hier, Füllungen hast du. Füllungen habe ich Vollmilch, Weiß, Bueno und Zartbitter. Boah, weiß ich bitte. Was ist Lokmar speziell? Bueno. Ja, machen wir das. Bueno ist stark. Okay, welche Soße oben drüber? Guck mal, ihr könnt hier wählen Füllungen und dann Soßen. Boah, feier. Weiße Schokolade vielleicht? Weiße Schokolade. Ja, weiße Schokolade. Oder was ist Raffaello? Ist noch mal Raffaello haben wir heute leider nicht da. Okay, mach mal weiße Schokolade. Okay, welche drei Toppings? Boah. Was sagst du, Big Baba? Ich würde sagen, Cine Minis. Okay. Ah, machen wir Lotus-Keks. Lotus. Okay. Ah nein, ich glaube, ich lasse rein. Erdbeer, ja? Erdbeer. Erdbeer. Ja, hausgemachte Limonade haben wir auch da. Zwei. Ja, mach drei. Drei? Wolltest du erstmal probieren? Wieso? Ist die nicht gut, oder? Doch, aber jeder hat nicht denselben Geschmack. Ich schmeck nach Fanta, oder wie? Schmeckt geil. Dann kann okay. Machen wir einfach. Frisch, ja? Na, Josh Kuhn, was sagst du? Ist das professionell so, oder kann man das so machen? Josh Kuhn, super Talent. Ich sag mal so, das ist auf jeden Fall ein ganz gefährlicher Laden so hier. Das ist so ja, der Munchies-Laden einfach. Also Kalorien hoch 10, also wirklich. Kalorienbombe. Ist auch deftig. Ich hatte vor 2 Wochen in Hamburg ein Lokmar Wettessen. Und wie viele? Ja, wer am schnellsten ist, aber da habe ich vornherein gesagt, ey, nicht übertreiben, wir machen wer am schnellsten 4 Kugeln ist. Es gibt auf jeden Fall reichlich Toppings. Ihr könnt wählen zwischen 4 verschiedenen Füllungen und dann 6 oder 7 verschiedenen Soßen, die noch oben drauf kommen. Es gibt Toppings, es gibt Früchte. Für jeden Geschmack ist frei. Ja. Und ich meine, frittierter Teig ist halt auch so eine Sache. Ja. Ist deftig. Frittierter Teig ist halt einfach was Schönes. Das ist halt der Laden, glaube ich, da wird jeder glücklich. Du kannst hier nicht reinkommen, weil du kannst hier eigentlich eh alles zusammenbasteln. So. Jeder Mensch wird hier glücklich. Hat uns überredet, die hausgemachte Limonade zu testen. Homemade Limonade. Ich habe auch einen sehr großen Platz in meinem Herzen für Limonade, ich sage euch ehrlich. Ja, es ist eiskalt, also ich schmecke. Das ist wichtig, ja. Wie Wasser mit Zitrone. Und Zucker. Und Zucker. Limonade. Limonade. Könnte noch aggressiver sein, noch zitroniger, noch saurer, sogar noch süßer. Ist vielleicht ein bisschen zu viel Wasser. Ja, schon. Ist besser nicht schön. Ja, ja. Dankeschön. Ich darf mir das schmecken, ja? Dankeschön. Sind da Cineminis drin? Da fuck, Alter. Das ist verboten, das darfst du nicht mischen. Erdbeeren, Cineminis, weiße Schokolade, das ist zu viel. Das ist unfair. Und da ist noch Dings, diese Keks. Spekulatius. Ah, okay, Spekulatius. Auch sehr, sehr unfair. Also, das ist schon. Wie sieht sie aus? Ich mach das jetzt hier direkt. Nimm dir alles mit rein. Mach dir alles von allem etwas. Ja, ich muss. Diese Cornflakes werde ich zwar nicht nehmen können, aber. Oh mein Gott. Bueno-Füllung.
Vorbei. Das ist immer das Gute. Frisch zubereitet ist immer gut. Du hast sogar noch so ein bisschen Angst, dass die Schokolade zu heiß ist, aber ist genau richtig. Müsst ihr probieren, Jungs, ehrlich. Wow. Let's go, hä? Big Baba, du schwächest oder? Nee. Ich schwäche mich. Ich nehme hier mit einer Erdbeere. Mm. Mm. Bei ihm sind immer so die Backen voll, gell? Der sind halt sein Biss nice. Mm. Mhm. Sogar noch besser als erwartet, gell? Ja, ja, ja. Manchmal rum. Dankeschön, sorry. Aber dieses Lock mal gleichzeitig so knusprig ist außen und fluffig in der Mitte. Normalerweise sind so weiche Bälle, was ich auch geil finde. Und der hat ja richtig Crunch aus. Ein bisschen Crunch, ja. Auch durch die, ich glaube, durch die Cineminis und Spekulatius. Und dann das geile Warme von innen, weiche, so. Mhm. Kommt geil. Zusammen mit den kühlen Erdbeeren. Und es passt auch gut zusammen. Ich glaube, es war mehr spontan als ausgesucht. Spekulatius, Cineminis und Erdbeeren. Das war Freestyle. Und mit dem war voll Freestyle, aber mit der weißen Schokolade, das harmoniert perfekt. Das ist eine Kugel. Das ist ein Ball. Big Baba, wo sind wir? Wir sind auf der Warschauer Brücke in Kreuzberg. Das ist so abends so die Partygegend von Berlin. Hier gibt es die Clubs, die Besoffenen, die Dealer, die halbnackten Frauen. Wo es Partys gibt, gibt es auch meistens noch was zu essen. Auf jeden Fall. Also abgestimmt für Besoffene. Aber ich sag ehrlich, so hier so die Döner und so, das sind mehr so Touristendöner. So. Für die Besoffenen, so, weißt du? Wir Berliner so, wir würden jetzt nicht hier hingehen und Döner essen. Das ist wirklich nur für die Besoffenen. Aber wenn du besoffen bist, merkst du nichts. Ja. Die Leute, die kein Geld haben für Party, gammeln vom Späti, saufen vom Späti und tanzen vom Späti. Thank you so much. I want that. Oh my God. Hier ist der berühmte Matrix Club. Wir wollen natürlich nicht rein. Hier gibt es immer so einen speziellen Typen, der verkauft Hot Dogs, wo man nachts halt so gerne mal einen Hot Dog isst. Mal gucken, ob er da ist. Geh mal rein, guck mal ran. Hey. Was ist los? Bist du alt geworden oder was? Alle deine Sendung, ich schwöre dir. Ja, liebe Grüße. Aber wo ist die Kamera hier? Aber, da, Bruder. Aber du machst auch so geil beim Essen, Alter, ist nicht normal. So, den Hot Dog stand gibt's nicht mehr. Leider, der ist weg, aber der war wirklich bekannt und wie gesagt, ich bin auch raus aus der Feierwelt. Genau, du bist alt, ja. Mit 21 bin ich raus. Na gut, aber irgendwas finden wir noch. Hühnerhaus 36, ja. Genau, die letzte Station, Hühnerhaus 36, wobei das ist der kleine Imbiss davon. Hier damit hat alles angefangen früher. Diese kleine Bude hat sich entwickelt zu einem riesen Restaurant gegenüber. Da wir nachts unterwegs sind, hat das Restaurant schon zu und wir müssen uns damit zufrieden geben, aber das ist auch schon. Hey Lukas! Was geht, Chef? Alles gut? Bei dir? Wie geht's? Das ist der kleine Imbiss Hühnerhaus. Wie gesagt, hiermit hat alles angefangen. Die haben jetzt gegenüber ein großes Restaurant. Ist zu, wir sind nachts unterwegs, aber hier ist die gleiche Qualität, oder? Ist gleich. Genau, die gleiche scharfe Soße, die du drüben auch kriegst. Alles dasselbe. Was für Hauptsache? Also ich esse immer, entweder ist ein halbes Hähnchen oder ich esse auch gerne die Frikadellen. Habt ihr überhaupt? Hab ich alles. Hat er auch doch. Also ich würde sagen, wir müssen ein halbes Hähnchen nehmen. Jeder muss einmal reinbeißen. Genau, Hühnerhaus, halbe Hähnchen. Halbe Hähnchen muss sein, ne? Ja. Okay, machst du uns eins. Hier, machen wir rein. Und wollt ihr scharf nur? Aber scharfe Soße muss sein. Und machen wir ordentlich scharfe Soße, dass die Jungs mal wirklich probieren. Die ist legendär, die scharfe Soße. Also wirklich, ist einer meiner Lieblingsscharfe. Kannst du auch geben? Kannst du auch machen, ne? Ist das die kleine Portion? Das ist kleine Portion. Ach so. Ich weiß, dass du das aus der Istanbul-Dreh kennst, Reis mit Kichererbsen. Das machen wir Araber auch gerne, schmeckt geil. Ja. Dieses Reis mit Hähnchen ist auf jeden Fall aber auch so eine Sache. Aber ich sag's euch, diese scharfe Soße ist einer meiner Lieblingsscharfen Soßen. Nicht, weil sie scharf ist, sondern von den Gewürzen, die da drin sind. Das ist ein Gewürz-Orgasmus. So ein fetter Block Knoblauch. So ein richtig robuster Block Knoblauch einfach. Ja. Tu mir. Ja, so ähnlich. Halbe Hähnchen. Wisst ihr, wir haben hier halbe Hähnchen, zwei Kleckse Soßen, Reis, alles da. Was ist der beste Part beim Hähnchen?
Die Brust. Die Brust. Haut, der Haut, die Haut, der Haut. Genau, die das Haut. Ist mein Mann. Die Haut natürlich. Die Haut. Das ist das A und O. Ohne die Haut geht gar nichts. Reiß mir gleich mal den Schenkel raus. Ganz easy. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich mir den klaue. Gönn dir, gönn dir. Ja, der sieht schon saftig aus. Fleisch fällt vom Knochen. Zart. Ja, beiß mal erstmal so rein, aber danach bitte mit scharfer Soße. Okay. Gerade noch rechtzeitig gekommen, ne? Ja. Wow, ist aber lecker, Alter. So waren die letzten Kunden. Das letzte halbe Hähnchen bekommen. Das ist crazy. Ja, das finde ich super. Die Haut schön würzig, schön saftig, fettig, gut gegrillt, nicht trocken. Das willst du haben, wenn du in so ein Hähnchen reinbeißt, ja? Warm. Machst du so, in die scharfe Soße reintunken. Boah, perfekt. Obwohl wir so voll sind, ja, das muss man kurz erwähnt haben. Wir sind heute um 19 Uhr Abendessen gegangen zu Goldies, haben Chicken-Teile gegessen, haben Chicken-Burger gegessen, Pommes gegessen, sind danach zum Smash-Burger-Laden, haben dort Smash-Burger gegessen. Also wir waren eigentlich schon voll, als wir ankamen. Und dann haben wir erst die Nachttour gestartet. Wer macht sowas? Foodblogger. Eigentlich auch selber schuld, ja. Lass uns mal kurz in den Reis reingehen, ja. Auch super. Ja? Sehr gut. Will ich mal testen. Vielleicht ein bisschen überkocht. Bisschen zu weich. Ja, ist schon lecker. Ja. Aber geht klar. Also wenn du nachts hier bist, was getrunken hast, dann fällt dir das nicht auf. Jetzt so, weil wir nüchtern sind? Natürlich. So ein Nachtfood kann auch ein bisschen so zwei Punkte drunter sein, was die Qualität dann betrifft. So, das verzeiht jeder. So, da sind wir nicht so pingelig. Aber hast du die scharfe Soße probiert? Nein. Noch nicht, nein. Wirklich? Das kommt uns doch genau richtig. Einfach rein in diese scharfe Soße. Aber wo ordnest du es rein so geschmacklich? Schwer, also es sind so viele Gewürze drin. Schon so eher in die Richtung Harissa, oder? Ja, aber mit ganz viel Gewürzen. Harissa ist ja so ein bisschen manchmal so, naja, so ein bisschen tomatenmarkmäßig. Ja, so ein bisschen fruchtiger. Halt. Genau, und das ist halt so sehr würzig. Gewürzexplosion, ja. Genau. Leicht scharf, aber du hast halt einfach so das Gefühl, du hast 15 verschiedene Gewürze im Mund. Genau, das meine ich, also wirklich, es macht Boom. Einmal musst du, ein Biss kommen. Hä? Wie bitte? Ich kann nicht mehr. Hey. Ich nehme immer mit Hand mit. Na dann? Ich würde sogar eine Suppe mit Hand essen. Ja, er nimmt sich genau den Wing direkt. Boah, aber das Fleisch geht schon gut ab, ja. Schau mal an. Knochen raus. Wie ich mitbekommen habe, so ein bisschen der Chicken-Experte. So. Lukas hat es gesagt, stimmt nicht. Er sagt es immer. Das hat aber mit einer anderen Sache zu tun. Aber ja, ich habe viel Chicken gegessen. Na, dann bist du der Chicken-Experte. Und wir haben halt auch, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, weil es ist immer schwer zu sagen, wo das Beste ist und so, aber das Beste, das ich je gegessen habe, in Rio. Ja, Brasilien. Eieiei. Aber ich habe auch gehört, das will ich auch mal gerne probieren, dass die Jamaikaner. Ja. Glaube ich auch. Ja. Die haben dieses Jerk Chicken. Genau, und das will ich gerne mal probieren. Am Ende des Tages überall, wo ein bisschen viel geraucht wird, gibt es gutes Essen. Kann man das so sagen? Natürlich kann man das. Ja. Ja. Also das Chicken ist super lecker. Super lecker. Mehr kann ich auch nicht mehr sagen. Die Jungs haben alles gesagt. Kuss geht raus. Und die scharfe Soße bitte auch. Die scharfe Soße? Ich hab eh probiert. Aber die scharfe Soße nicht. Doch, ich hab sie gerade reingedrückt. Wir sind durch. Ihr habt Geld, ja? Schönen Abend. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, Kuss geht raus. Bilal. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Rumfahren. Es war mir wieder eine Freude. Immer wieder gerne. Danke, Berlin. Wir reisen morgen ab. Also, es war auf aller. Und ich habe übrigens jetzt auch einen Kanal. Natürlich, schaut doch auf jeden Fall bei Bilal vorbei. Big Baba 30, ja? Richtig. Verlinke ich euch auf jeden Fall alles. Und ja, Mann, Kuss geht raus, das war's. Bye, bye, gute Nacht. Deutschland, Peace. Du bist vorbei? Ja. Ihr habt ordentlich Gas gegeben. Ja, Mann, haben wir. Die habe ich noch von Silvester. Echt? Ich schwöre dir. Echt?
Ja, wir können nicht drehen, wir können groß Lukas, sagen. Alter, kann dir hier, was, kennst ja alles schon. Komm, geparkt, ja. Da, aber willst du noch irgendwas sagen? Nee. Zur Soße, gell? Nee. Baba. Können wir ein Foto machen? Nein. Bye, bye. Bye, bye, Habibi. Gute Nacht. Bye, bye.